Hallo, Rotterdam. Hallo zusammen, wir sind wieder in Rotterdam angekommen. Alles sieht so schön aus. Also nehmen wir euch alle mit und zeigen die wichtigsten Spots und mehr. Unser erster Spot ist Joe & Juice. Ich wollte schon lange hierher kommen und jetzt werden wir diesen Ort bewerten. Es waren nicht viele Leute da, also haben wir alles sehr schnell bestellt. Wir haben da einen Flat White bestellt. Der Kaffee dort war gut, wie in jedem Café mit Special Coffee. Ich kann den Kaffee dort auf jeden Fall empfehlen. Und wir haben auch Sandwiches bestellt, Spicy Tuna Sandwich und mit Avocado. Spicy Tuna Sandwich, der ist sehr beliebt, aber hat uns nicht geschmeckt. Das Avocado Sandwich hat mir viel besser gefallen. Und los geht's ins Stadtzentrum. Und die erste Sehenswürdigkeit, die auf jeden Fall ihr besuchen solltet, ist das Cube House. Der Eintritt kostet 3 Euro, aber dazu muss ich sagen, dort gibt es nicht sehr viel zu sehen, außer den Ausblick. Und ein paar Räume, die eingerichtet sind wie eine Wohnung, wo Wandbilder zu sehen sind. Und daneben gibt es ein Hostel, das genauso aussieht und da könnt ihr natürlich auch einziehen. Wir sind im Museum angekommen. Letzte Mal, wir waren auch hier. Es gibt neue Exponate und wie immer sieht alles toll aus. Dieser Ort ist einer meiner Lieblingsorte. Ich empfehle es. Man kann von hier aus auch ein Seetaxi nehmen. Ich habe es noch nie gesehen. Bist du schon einmal mit einem Seetaxi gefahren? Schreib in die Kommentare. Nächster Halt, Harvest. Der Kaffee ist so lala, aber das Gebäck dort ist sehr köstlich. Geh früh hin, um die leckersten Sachen zu probieren. Gegenüber vom Cube House, hier das Objekt nennt sich Markt Hall, da gibt es auch viel Street Food, Asia Street Food und Seafood, Hamburger, Pommes, Imbiss. Also wenn ihr da mal seid, auf jeden Fall vorbeischauen, es lohnt sich. Wir persönlich haben da jetzt nichts gegessen, weil wir mit 2 kleinen Kindern waren und es war einfach uns zu stressig. Ich habe in diesem Café leckere Kaffeebohnen gekauft. Und für Becher to go 10 Cent bezahlt. Krass, ja? Und das ist der Hauptplatz von Rotterdam. Schön, es gibt verschiedene Statuen und das Wetter ist heute perfekt. Hier findet ein Markt statt, auf dem wir das letzte Mal waren. Anstelle eines Marktes war der Platz voll mit Autos, die jeden sehen könnte. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonniere den Kanal und schreib einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.